Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nights of Pen & Paper Plus 1 Edition. Wie ihr seht, habe ich da oben sehr viel Gold, weil ich habe... Oh ja, das da unten habe ich aus Versehen gerade erstellt, weil ich hier diese Gruppe habe. Könnt ihr sehen, hier Krieger, Nerd, Kleriker, Hugo, Ritter und sowas. Ungefähr die, die ich auch jetzt in dem momentanen Let's Play nutze. Immer diese Standardgruppe. Und ich bin im Vulkan des Phönix. Da unten kann man auch gut Gollum sehen. Hier die Hand mit dem Ring. Finde ich sehr nice gemacht. Und ich bin Level 35. Da wollte ich nur sagen, hier, das, mit denen spiele ich privat. Ich will hier auch nichts groß weiter zeigen. Darum habe ich so viel Gold. Denn wir spielen es weiter mit unseren Freunden. Und dann ist mit dieser gute, schöne Gruppe, die im Yoga-Dorf sind. Und in der letzten Folge von dem bösen Magier besiegt wurden. Darum werden wir jetzt grausame Rache an ihm vollziehen. Und wir werden zum fernen Dorf reisen? Nein. Doch. Der nächste Tempel wird von einer magischen Barriere geschützt. Ihr könnt sie nicht durchbrechen. Und ich glaube, der schwarze Magier auch nicht. Ihr solltet die Hexe an ihrem letzten bekannten Aufenthaltsort suchen, dem fernen Dorf. Hoffentlich finden wir sie schnell genug und noch dazu vor diesem schwarzen Magier. Reisen. Ich mag den nicht, den schwarzen Magier, weil der uns hier letztes Mal ziemlich zu Brei gehauen hat. Kampf im Schwarzwald. Oh, da habe ich noch die schlechten Waffen. Insofern schlecht, weil ich sie irgendwo schlecht finde. Wobei, so schlecht sind sie nicht, aber ich habe in den anderen einfach bessere Waffen. Ich habe ja hier Epic-Waffen. Ich kann euch mal schnell auch zeigen. Und zwar meine Errungenschaften, die ich bekommen habe. Ich weiß, es sieht vielleicht jetzt etwas langweilig aus. Und zwar, hier, ich habe den Barbaren noch freigeschaltet. Das haben wir schon. Dann The Big Spender und what is your Gold Level? Dann Epic Weapon und Epic Armor. Weiser heißt Armor Upgrade Available. Und hier Level 30 und sowas. Und 3 und sowas. Blacksmith Upgrade. Ach, oder? Ach nee, das ist bloß wenn hier einmal geupgradet. Und Dungeon Cleared. Dann gibt es noch andere Sachen, aber die werde ich später zeigen. Zudem ist dieser Eisblock hier ziemlich effizient. Muss ich schon mal sagen. Ich glaube, ich würde dieses Gold auch dazu nutzen, hier ein bisschen den Schmied aufzurüsten. Wiederherstellung. Ups.
100 Gold. Weiterreist zum fernen Dorf. Oh ja, und ich habe den Glückswürfel. Zudem noch. Mir gekauft. Da der hier sehr nützlich ist. Außer gerade eben, da war nicht so nützlich. Aber mit der anderen Gruppe war das ziemlich gut. Aber ich denke mal noch, weil... Liegt vielleicht noch daran, dass ich mit der anderen Gruppe, als ich im Yoga-Dorf war, Level 20 war. Dass es noch einige Quests gibt, die ich machen muss. Oder nicht muss, sondern kann. Und die werde ich, und das werde ich auch tun. Ich habe das ganze andere ohne Ton gespielt, weil ich da, als ich das gespielt habe, da habe ich He-Man geguckt. He-Man and the Masters of the Universe. Oh yeah. Eine sehr gute Sendung. Solltet ihr euch mal anschauen. Oh, nach Programmlicht. Im Wirtshaus. Im Wirtshaus wird geschlafen. Nein, ich will es einkaufen erstmal. Und das hat mich einiges gekostet. Hier den Dingens hier hochzustufen. Oh, die Breakdance-Oma ist wieder da am Start. Die freut sich immer, wenn ich was einkaufe. Mal gucken, gibt es hier noch irgendwelches Zeug, was ich so kaufen kann? Und ich würde bestimmt auffallen. Da sind ja einige neue Gegenstände dabei. Womit hat es wohl sich das auf sich oder so? Keine Ahnung. Bin gerade etwas durcheinander gekommen. Vielleicht steckt ja Skeletor dahinter. Vielleicht auch einfach ich. Denn wir gucken mal auf die Karte und sehen da unten eine Region. Und ja, die Riftklippe, zu der wir hingehen werden, aber erst später. Denn ich habe mir das DLC gekauft. Was ihr aber wahrscheinlich auch in einem Infovideo vor diesem Part sehen werdet. Oder ich zumindest sagen werde. Nein, das will ich jetzt eigentlich gar nicht tun. Dazu brauchen wir erstmal mehr Gold. Das werden wir uns jetzt dann gleich auch mal holen. So, ja, da bin ich wieder. Da ist was dazwischen gekommen. Aber jetzt können wir auch wieder weitermachen. Zwar auf zum fernen Dorf. Ich gucke jetzt mal, wenn das bei Clash of Clans, ob da irgendwas Besonderes passiert ist. Ich hätte, ihr greift mich jetzt bestimmt alle an. Nur weil ich Mr. Asker 70 heiße. Ich hoffe, man kann es gerade nicht hören. Oh, ich wurde bis jetzt gar nicht angegriffen. Ich hoffe, ihr hört es nicht den Sound. Na gut, ich werde wahrscheinlich schon eine Benachrichtigung kriegen. Wenn hier irgendwas fertig ist.
Oh, das musste ich ja vorlesen. Verdammt. Egal. Bewohner des Dorfes. Hallo Abenteurer. Könntet ihr mir wohl einen Gefallen tun? Das hängt ganz davon ab, was du willst. Das ferne... Ihr müsst nur diesen W4 nehmen und ihn in fliegende Würfel in die Luft werfen. Das bringt den Bewohnern des Dorfes, Ferndorfes, Glück. Klar, können wir machen. Und ja, ich spreche den Krieger, aber ist so behindert, weil er ein Krieger ist. Er hat nicht viel im Kopf. Hoch damit, schwingt den W4 und werft ihn so hoch ihr könnt. Fliegende Würfel auf Level 20. Die Gruppe wird angegriffen, wir müssen den W4-Würfel beschützen. Mit der anderen Gruppe ging das leichter, Leute. Weil, liegt vielleicht daran, da die hier so ein bisschen stärker waren. Die waren Level 20 und hatten schon die besseren Waffen. Aber ich will ja nichts sagen hier gegen die Gruppe. Na gut, ich habe auch eigentlich mit den anderen das Wochenende ziemlich durchgesuchtet. Darum sind die vielleicht schon etwas weiter. Und ich habe hier auch das DLC mit denen gespielt. Ich habe so, also storymäßig habe ich das ganze DLC jetzt durch. Aber es gibt natürlich wie immer Nebenquests. Und ich habe die Nebenquests noch nicht gemacht, einfach nur aus einem Grund. Weil ab und zu passieren da Dinge, die will ich ganz ehrlich nicht beschreiben. Oder die kann ich schon beschreiben, aber die sind so schlimm. Ab und zu, das ist wirklich hier bei mir im Real Life. Auf einmal fangen da so das an, so komisch rumzutun und sowas. Ganz schlimm. Und ich höre überall Schreie und sowas. Nein, Spaß. Denn es ist wirklich im Spiel. Und zwar, da gibt es so Dungeon. Und da gibt es solche Quests, die ich machen muss. Und da werden auch immer zufällig ausgewürfelt, ab und zu, wenn ein Gegner ist. Und ich hatte da einen Gegner. Den werde ich euch beschreiben. Der war so schrecklich. Und zwar, er war einfach nur schwarz. Er hatte ganz große Arme. Da waren Flügel. Und in der Mitte war ein riesiger Kopf. Und ich denke mal, das war wahrscheinlich so eine Art schwarzer Drache. Dem habe ich so gut wie keinen Schaden gemacht. Und ich bin ihm zweimal begegnet. Und ich bin zweimal geflohen. Weil beim ersten Mal kämpfen, der ist so stark, der hat innerhalb der ersten 10 Runden zwei meiner Leute platt gemacht. Und wenn der schon zwei von den Leuten platt macht aus der Gruppe, dann heißt das nur noch davonrennen. Weil ich will nicht, dass die ganze Gruppe dann stirbt. Aber wir werden sehen, vielleicht begegnen wir dem noch im Let's Play. Als ihr den Ort erreicht, seht ihr, wie wunderschön er ist. Ihr seht viele kleine Würfel herumfliegen, aber auch ein paar große, die wie Pyramiden aussehen. Ihr werft den W4-Würfel so hoch ihr könnt. Dort oben beginnt er mit den anderen zu schweben und eine Gruppe zu bilden. Würfelt auf Wahrnehmung. Oh, gut gemacht, ihr habt die Hexe neben denen gefunden, die wie Pyramiden aussehen. Ich spüre, dass ihr mit mir sprechen wollt. Lasst uns im fernen Dorf gehen. Dort können wir reden. Ja. Ja, lasst uns schnell machen. Wir brauchen deine Hilfe. Auf zu fernes Dorf. Die Gruppe wird angegriffen. Wir müssen die Hexe beschützen. Leveln und looten. Ich würde sagen, ich level die jetzt dann erstmal. Ich level die mal. Ja. Hat sich jetzt super angehört, oder? Victory! Wir haben gehört, dass du uns
mit der magischen Barriere um den Flachlandtempel helfen kannst. Stimmt das? Oh, der Tempel. Ja, ich kann euch helfen, sie zu durchqueren. Juhu. Aber ich wusste, dass noch ein Aber kommen würde. Ihr müsst ein paar Dinge für mich sammeln, für den Trank und für mich selbst. In Ordnung, das klingt fair. Deine Mutter klingt fair. Nein, Spaß. Spaß, 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 Spaß. Ich werde jetzt noch ein paar kleine Nebensachen schnell machen. Und mir fällt ein, dass ich noch jemanden anrufen muss. Das mache ich aber dann später. Stadtdorf. Teufelshöhle. Goblin-Versteck. Ich würde mal sagen, wir gehen nach Burg Abendlicht, weil ich will hier noch ein paar Quests machen. Moment mal. Monster Kill. Escort, der Einwohner. Bitte bringt mich nach Hause. Reisen. Die Gruppe wird angegriffen. Mäuse. Ratten meine ich. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die Ratten töten. Lass uns die Nacht durchspielen. Ja. Auf zurück nochmal zum fernen Dorf. Ich habe was vergessen. Und zwar, es gibt da eine Quest, die den Tod der Gruppe bedeuten wird. Nein. Warum rede ich immer so oft jetzt gerade von Tod der Gruppe? Und zwar, wir können jetzt die allmächtige Waffe überbringen, weil wir Level 18 sind.